Oh, da wäre ich auch schon müde. Ich habe auch heute Nacht echt nicht gut geschlafen. Gestern Abend habe ich eine etwas, na, unschöne Nachricht bekommen. Und die hat mir dann etwas den Schlaf geraubt. Also etwas ist gut, ich habe heute Lass Nacht im sie Prinzip nur gar nicht kommen. geschlafen. Aber ja. Ich werde da jetzt nicht weiter drauf eingehen. So. Zu alle Menschen Dann los. macht mal bitte hier alles kaputt. Und dann sind wir gleich hier auch schon fertig. Dann können wir durchs Portal gehen. Auf mein Für den Kommando. Mir Augen. nach. Und los. Meine Aber bis Axt jetzt ganz wartet und die schon. Zwerge ganz gut. Also wir haben echt recht dezente Kampf Verluste. bereit. Endlich wieder kämpfen. Sehr nice. Ja, Sehr, sehr sofort. nice. Für die So, Freiheit. müssen wir hier noch kurz die Generäle schnetzeln. Die Machen wir auch Linien müssen schnell. halten. Das ist euer letzter Fehler. Vorsicht, Gegner! Okay. Auf mein Mir Kommando. nach. Sehr gut. Und Hier sind zwar los! viele Truhen, aber in den ganzen Truhen ist irgendwie echt Vorwärts, nicht so kämpft, viel gutes Männer! Stuff. Das ist ein Hinterhalt! Ja, es sind immer Hinterhälte, wenn man frontal angreift. Vorsicht, Gegner! Mehr davon! Aber Los! ich glaube, gleich werde ich mir einfach noch eine Pizza in den Ofen schieben Runenkrieger, und dann zu mir! ganz gemütlich den Abend ausklingen lassen. Das ist euer So letzter lässt Fehler. es sich Vorsicht, Gegner! leben. Dann werde ich, glaube ich, noch die letzten paar Folgen House of Cards schauen. Was ist der Das ist ein Hinterhalt Unbegnadigte? auf mein Für Kommando. den Orden! Aha. Hat jetzt auch drei Salven ausgehalten. Seelenstein des Unbegnadigten. Tränen eines seelenlosen Wesens. Und Runekriegerin Karia. Ja, Hier! nice, wir haben eine neue Rune Zum bekommen. Angriff! Schön. So, bevor wir jetzt da durchgehen. Ja, doch, wir können unbehelligt da durchgehen. Das kann auch zur selben Map. Alles cool. Yep, wollen wir. So, aber wir werden jetzt erstmal noch Runen. Hier, Karia. Wen nehmen wir denn raus? Okay, Stufe 9 ist definitiv am schwächsten, aber Priester brauchen wir. Ich hätte auch mal gerne gewusst, was der Unterschied zwischen... Ah, Krieger haben schwere Kriegskunst und Kämpfer haben leichte Kriegskunst. Okay, gut, das auch mal gewusst zu haben. So, welche Waffe kriegst du denn? Kriegshammer ist schon mal nicht schlecht. Würde ich dir eigentlich ganz gerne noch ein Schild geben, wenn möglich. Leider kannst du keinen allzu guten Schild tragen. Aber immerhin. So. Oh, du kannst auch den Stahlpanzer tragen. Das ist schon mal sehr nice. Aber wir haben echt keine guten Beinschützer, ne? Gar keine. Genauso wenig auch Helme. Oder? 18 Ausdauer und 5, 18 Rüstung und 5 Ausdauer ist dann doch noch ein bisschen besser. Ausdauer, Intelligenz, Weisheit, Stärke, Weisheit. Ich glaube, ich gebe mir einfach das, was 7 Ausdauer ganz gut ist. Es gibt den Stärke nochmal. Es gibt auch Rüstungsklasse, okay, das ist nicht schlecht. Okay, so, ist ja auch jetzt komplett ausgerüstet. Seelenfels aktivieren. Unsere Helden beschwören. Da können wir ja schon mal hier kurz ein bisschen rumlaufen. Und auch den ein oder anderen Typen töten. Ja. Blutschatten. Das Korscher selbst. Stufe 19. Moment mal, mir fällt gerade was ein. Wir sind ja aufgestiegen. Das heißt... Wir werden angegriffen. Können eigentlich mal
das hier machen. Aber ich glaube, wir haben sowieso noch keine entsprechend besseren Schilde. Ja, können wir mal hier in Geschicklichkeit reinskillen, dann haben wir das auch schon mal. So, ich guck mal kurz, ob wir schon irgendeinen geilen neuen Schild haben. Ne, Dvornix Schild ist echt immer noch der beste. Der nächste Schritt wäre dann echt erst das Feuerband-Kampfschild. Und dafür müssen wir noch zweimal da reinskillen, ne? Boah. Heftig. So. Zu Befehl. Das ist ja unser Schütze, genau. Zu euren Diensten. Den Dornenschild kannst du schon mal auf dich selbst casten. Die Rune befiehlt. Schlachtruf. Die Rune ruf. Zersetzen, Schlachtruf. Die Rune befiehlt. Aura der Stärke. Nee, da sparen wir lieber das Mana für die Heilung. So. Oder zu euren Diensten. Ihr könnt dann mal greift sie an. Den da töten und noch den da. Vorsicht, Gegner. So. Hier gibt's echt Blut. Haltet durch, Männer! Ja, unsere Bande ist nicht so stark bisher. Also klar, mit Schlachtruf und allem drum und dran, dann wären die schon ziemlich strong, aber... So an sich sind die echt nicht so die Überflieger. Was aber auch wahrscheinlich einfach daran liegt, dass sie leveltechnisch echt auf dem gleichen Niveau sind wie die Gegner hier. Schlagt sie zurück! Wir zerhauen hier halt echt einfach total. Sie sind überall! Da sieht man auch einfach mal den Unterschied zwischen uns und unseren Kameraden. Wir werden angegriffen! Zu euren Diensten! Unverzüglich! So. Wird sofort ausgeführt! Ich guck nochmal kurz, ob wir vielleicht hier noch... Ja. Oder warte, ist die vielleicht besser? Nee. Okay, das Ding war ja eigentlich ganz gut, aber so, nur kurz sortieren. Vielleicht haben wir eine bessere Einhandwaffe als das hier. 4 bis 10 und 110 Angriffsgeschwindigkeit und hat noch den Feuerschlag. Ja, die sind halt echt schon ziemlich gut, die Feuertänze. Ja. Leider einfach viel zu gut, um sie abzulegen. Bereit und los! Mir nach! Okay. Dann werden wir hier vorne gleich mal kurz speichern. Schlag sie zurück! Verstärkt die Deckung! So, Zerfleischer. Standhalten, Männer! Oh Leute, haben wir... sind einfach mal eiskalt an einem vorbeigelaufen. Nicht gesehen. Ups. Feindlicher Angriff! Wer kann denn von uns einfrieren? Frage ich mich gerade. Auf mein Kommando! Ah! Er hier, der hat so ein... Freezing Stuff. Folgt mir. Das ist ja eigentlich ganz cool. So, du wirst mal kurz geheilt. Für die Freiheit. Skelett, genau. Das ist das Ende deiner Reise. Oh Scheiße, das haben wir schon früher gepusht. In die Schlacht. Haltet durch, Männer. So. Erst die kleinen Creeps killen. Feindlicher Angriff. Zur Ehre Aonies. Gut, weil er hat es auch gerade Aggro verloren, aus irgendeinem Grund. Das ist ein Hinterhalt. Weil das Miese an dem ist, nämlich, wie man hier sieht, der kann unsere Typen hypnotisieren. Das heißt, die sind dann erstmal für eine Zeit lang gefreezt und können gar nichts machen. Also ist echt ziemlich gut, aber er alleine, ohne seine ganzen Freunde hier, ist nicht so stark. Die Linien müssen halten. So. Das heißt, es ist eigentlich gleich ein ziemlich einfaches Opfer. Runenkrieger! Das war eigentlich gar nicht so geplant, dass das so laufen würde, aber okay. Stehe bereit. So, dann einmal ihn bitte heilen. Auf mein Kommando. Warum es auch nicht speichern, wenn er alleine ist? Das war ja gerade ein Questbuch da. Folgt zu Tanamanke? Nein. Aber wahrscheinlich, das wurde es ja aktualisiert, findet Korschan vernichtet ihn. Die Linien müssen halten! Schlachtruf, Schlachtruf. Sie sind überall. Schlachtruf. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Standhalten, Männer. Zu euren Diensten. Alles klar. Schickt sie zum Seelenfluss. Die Rune befiehlt. Die Rune ruft. Greift sie an. Ich finde es immer doof, dass man die Vorsicht, einzelnen Gegner. Angriffsbefehle mal wieder erneuern muss. Stehe bereit.
Standhalten, Männer! Für das Licht. Das war sogar ziemlich unnötig. Okay. Wir haben beide Hälften von Belials Maske. Und wir haben jetzt noch, glaube ich, immer noch nicht alles von den Zwergen, aber das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Karte dann bekommen. Und das ist dann auch schon Whisper. Oh, Leute. Was ist das denn hier? Der Stein blinkt. Das bedeutet normalerweise in diesem Spiel. Ein tiefer Spalt zieht sich durch die Wand. Okay. Gut, also doch nichts Besonderes. Nee, komm, wir gehen es direkt durch. Oder? Ja, komm, easy. Oder, nee, ich speichere erstmal. Ich will das hier nicht nochmal machen müssen. So. Speichert und durch das Portal. Was ist jetzt los? Was willst du, sterbliche Kreatur? Bist du hier, um des Meisters Schlaf zu stören? Oder willst du deine lächerlichen Kräfte mit den meinen messen? Du wirst scheitern, so wie andere vor dir. Meine Macht ist unbezwingbar. Okay, was geht jetzt ab? Ich wollte eigentlich nur kurz noch bis zum nächsten Seelenstein spielen. Und dann noch kurz die Nebenquests abhaken. Aber scheinbar ist hier nicht direkt ein Seelenstein. Was gerade ein bisschen schade ist. Aber nicht so schlimm. So. Tod. Und das eben hat uns gar nicht standhalten, so unfassbar viel Erfahrung gebracht, um ehrlich zu sein. Okay, wir haben eh keine Zweihänder. Okay. Ja, uninteressant für uns. Aber wir sind tatsächlich endlich in Whisper angekommen. Und hier wird das dann auch weitergehen mit der Geschichte von Amra und Lea. Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf, weil ich die Geschichte auch schon etwas länger jetzt nicht mehr gehört habe. So, aber hier ist immer noch kein Seelenfels. Das heißt, jetzt reden wir erstmal hier mit Uta Greifenstahl. Tiaras Flamme, ein Mensch. Ihr seid meine Rettung. Was tut ihr hier? Wie konntet ihr hier überleben, mitten im Reich der Untoten? Sie wagten nicht, mich anzurühren. Tiara selbst hat mich gesegnet, auf dass ich meine Rache vollstrecke. Doch dafür benötige ich Hilfe. Was kann ich tun? Ich bin hier, um meine Rache an Ismael zu vollstrecken. Ich bin der Einzige, der ihn besiegen kann. Keine Klinge außer der meinen kann ihm etwas anhaben. Doch sie wurde mir von den Untoten gestohlen, mitsamt meiner Rüstung und meinem getreuen Greifen. Bitte bringt mir Schwert und Rüstung und befreit meinen Greif. Er wird seinen Weg alleine zurückfinden. Von welcher Rache sprecht ihr? Von meiner Rache an Ismael. Um seinem Meister, dem Zirkelmagier Hokan, zu gefallen, ermordete er meine Familie, während ich auf dem Schlachtfeld kämpfte. Ich versuchte, sie zu rächen, doch Ismael verspottete mich nur. Er spielte mit mir. Er tötete meine Freunde, meine Kameraden. Mein Leben wurde zu einer Straße des Todes. Da erhörte Tiara meine wütenden Gebete. Sie sandte mir ihren Segen. So erhielt ich die Stärke, Ismael zu schlagen. Die Untoten können mich nicht schrecken. Tiaras Kraft schützt mich vor ihnen. Doch ich geriet in eine Falle. Es gelang den Untoten, mich zu überlisten. Sie raubten mir Waffen und Rüstung und ließen mich wehrlos zurück. Okay. Gut. Ja. Schön. Und wo ist jetzt mein Seelenfels? Hallo? Seelenfels? Okay, also was nicht ganz stimmt, er ist nicht der Einzige, der ihn besiegen kann. Ja, also den Ismael. Das ist durchaus auch ohne ihn schaffbar, aber es ist vollkommen unnötig, es so zu machen, weil man dadurch einfach die Quests skippt und ja, damit auch Erfahrungspunkte. Ja? Und da ist der Seelenfels. Und hier haben wir auch mal wieder zwei Monumente zur gleichen Zeit, also zwei Völker. Und zwar Zwerge und wahrscheinlich die Elfen, denn dafür haben wir in der letzten Map für sie, eine neue Rune bekommen.
So, aber wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht großartig noch anfangen aufzubauen. So, sondern wir gehen erstmal nach, in das Innere der, ah ne Quatsch, Grauschattental hier, Grenzfeste. Da wollte ich hin, genau. So, weil wir haben ja hier noch etwas, das wir dem guten, Flink mit Winter geben können. What? Das einzige, was an der Leiche von Cassius zu finden war, ist ein goldenes Bruchstück. Das wird wohl der Gegenstand sein, der Flink gesucht hat. Aber Flink McWinter ist nicht mehr da, wo er vorher war. Okay. Haben wir die 5 Seelensteine? 1, 2, 3, 4. Wir haben tatsächlich die 5 Seelensteine. Oh cool, das heißt, wir kriegen ja tatsächlich wieder eine neue Waffe. Ah, wie geil. Ah, Moment, ich will noch kurz die Spells verkaufen, die wir haben. Hier. Wir haben ja wieder einiges. Machen auch wieder gut Geld mit. Wir können noch... Oh, gut, dass ich das jetzt auch gerade sehe. Dass wir hier eine neue Zwergenrune bekommen haben. Das habe ich total verpeilt. So. Aber sonst hätten wir jetzt vielleicht ohne die angefangen. Ortank war, glaube ich, auch in Graufurt. Rechts unten. So, ungefähr hier müsste er irgendwo sein. Wenn ich mich gerade nicht täusche. Ach ja, es ist immer wieder schön für mich, wenn ich diese Stadt wieder sehe. Ortank, genau da ist er. Diese Stadt weckt so viele Erinnerungen. Und irgendwie gehen wir gerade ein bisschen seltsamen Weg. Das ist nicht der kürzeste Weg, mein Freund. Egal. Ah, Krieger. Ich hoffe, das Geschäft läuft zufriedenstellend. Ich habe alle 5 Seelensteine gefunden. Wahrhaftig. Die 5 Seelensteine. Bei den ewigen Feuern des Bargagor. Doch bevor ich sie formen kann, müsst ihr mir sagen, welche Waffe ihr wünscht. Ich könnte euch eine schwere, zweihändige Axt daraus herstellen oder auch ein leichtes Einhandschwert. Die Zauberwirkung der Seelensteine auf beiden wäre identisch. Oder ich fertige euch einen Eisenstab, wie er nur von Magiern und Zauberern benutzt wird. Ja gut, für uns macht es natürlich nur Sinn, das Schwert zu nehmen. Ich wähle das leichte, einhändige Schwert. So sei es. An Parierstange und Griff. Die Kraft der Steine durchströmt den Stahl. Hier, das Schwert ist vollendet. Wo ist es? Oh, wir können es noch nicht tragen. Scheiße, hätten wir doch eben nicht in Schilde geskillt, sondern kleine Klingenwaffen. Fuck, jetzt müssen wir noch ein Level abwarten, bis wir es tragen können. Okay, na gut. Centos, Moment. Okay. Bring den Schatten zu ihm. Okay, Frau um sein Warnwerden. Ey, sorry, dass ich jetzt gerade erst mal 50 Mal durchgehe. Aber, okay, scheinbar haben wir hier alles gemacht. Okay. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, es ist tatsächlich zum Ende gekommen. Die klagenden Steine haben wir hinter uns gelassen. Und, ja, ich hoffe mal, wir sehen uns bald wieder und tschüss.